Hi, ich bin Till von Gitarrentunes und ich zeige euch heute, wie man Knockin' on Heaven's Door von Bob Dylan spielt. Damit ihr auch wisst, wie sich das anhören soll, spiele ich euch jetzt einmal Strophe und Refrain von dem Song vor. So, zuallererst checken wir mal die Chords des Songs. Der erste ist ein ganz normales G-Dur. Der wechselt dann auf ein D-Dur. Hierbei kann man beachten, dass bei G und D, die einen gemeinsamen Finger haben, und zwar den Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund. Das heißt, wenn man umgreift, kann man den Ringfinger einfach liegen lassen und nur die anderen Finger bewegen. Das ist immer ganz praktisch, dass man so einen gewissen Fixpunkt hat, um die Akkorde umzugreifen. Der dritte Akkord ist ein A-Moll, wobei ich bei dem Song ab und zu eine Variation davon spiele, und zwar ein A-Moll 7. Der funktioniert einmal so, dass man ein A-Moll greift und dann den Ringfinger wegnimmt. Das heißt, statt diesem A-Moll haben wir ein A-Moll 7. Und alternativ kann man noch den kleinen Finger auf die hohe E-Seite in den dritten Bund legen. Das geht alles als A-Moll durch, das ist einfach nur Geschmackssache, welchen Akkord man da nimmt. Man kann auch ganz normal ein A-Moll einfach spielen, das nimmt sich nichts. Dann kommt wieder ein G, wieder ein D und dann ein C-Dur. Auch hier möglich mit ganz normal C-Dur oder wieder mit dem kleinen Finger auf der hohen E-Seite im dritten Bund. Das ist auch wieder Geschmackssache. Die Abfolge ist so, dass man einen Takt lang G spielt, dann einen Takt lang D, dann zwei Takte lang A-Moll, dann einen Takt lang G, einen Takt lang D und zwei Takte lang C. Falls ihr mit den Akkorden noch Schwierigkeiten habt oder noch nicht so viele Akkorde kennt oder euch Akkorde jetzt eben neu waren, könnt ihr auch gerne auf das Akkord-Tutorial gehen von unserem YouTube-Channel. Und da erkläre ich euch nochmal sehr langsam und detailliert, wie man verschiedene Akkorde greift. So, die Akkorde, die ich euch gerade gezeigt habe, gelten für den ganzen Song. Und für die gibt es zwei verschiedene Strumming-Pattern, die sie abwechseln. Ich persönlich spiele die immer so, dass ich die beiden Patterns halt kann. Und dann in dem Song einfach überlege, wann spiele ich welches Pattern. Die unterscheiden sich in ein paar Schlägen. Ich zeige euch mal das erste. Jetzt in einem Viervierteltakt befinden, sind die Schläge wie folgt auf der 1, der 3, der 4 und der 4 und. Das heißt, ich zähle mal mit. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, das andere Strumming-Pattern ist zweitaktig, das heißt, das hier war jetzt einfach nur ein Takt, der sich immer wiederholt hat. Bei dem anderen Pattern ist es folgendermaßen, dass der erste Takt genauso ist wie bei dem, das ich euch gerade gezeigt habe, also 1 und 2 und 3 und 4 und das zweite
zweite ist so, dass man auf die 1 und, die 2, die 4 und die 4 und spielt. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Im Zusammenhang klingt das so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, diese beiden Pattern kann man jetzt in dem Song verwenden und sie einfach abwechseln lassen oder dreimal das erste spielen, dann einmal das zweite. Das ist auch wieder Geschmackssache, wie ihr das wollt. Es reicht, also man kann auch mit einem Pattern den gesamten Song durchziehen, es funktioniert beides. So, ihr habt jetzt alle Akkorde, die ihr braucht für den Song und ausgehend von diesem Basismaterial könnt ihr jetzt noch variieren mit Schlagtechniken und Dämpfen und damit ihr ein bisschen Input bekommt oder vielleicht Ideen und Anregungen, spiele ich euch mal eine Version von dem Song, wie ich sie oft spiele. Cool, dass ihr mich angeklickt habt. Wenn ihr Bock auf noch mehr Songs habt, noch mehr Strumming, noch mehr Akkorde, noch mehr Zupfen, geht auf unseren Kanal Gitarrentunes, guckt euch die Videos an, abonniert den Channel. Ja, schön, dass ihr da wart. Bis bald.